Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich wollte euch heute meine neuen 10 in 10 präsentieren und auch die alten natürlich. Legen wir doch direkt los. Zuallererst meine The Balm Palette, die Shady Lady. Ich finde sie große Klasse. Die sieht zwar echt schon ziemlich mitgenommen aus, aber ich mag sie wirklich immer noch sehr gerne und ja, wird auch nicht abgegeben. Da habe ich 0,1 von aufgebraucht. Dann diesen Essence Glow Multi-Use Liquid Liner oder Liquid Highlighter, Entschuldigung. Davon habe ich ich habe 0,6 aufgebraucht. Der gibt einen richtig schönen Glow, allerdings verträgt er sich mit meiner trockenen Haut, glaube ich, nicht so gut. Ich weiß es nicht. Also ich werde ihn aussortieren, weil er nicht ganz so das gemacht hat, was er versprochen hat. Vor allen Dingen, was ich erwartet habe. So. Wobei ich echt sagen muss, der Glow ist schon ganz toll. Naja. Eyeliner Nature One, das ist dieser hier, bei dem war ich die ganze Zeit unschlüssig, ob ich ihn behalten soll oder nicht, weil er, was er tut, ist schon gut, aber ich finde halt, der brennt so mir ein bisschen in den Augen. Deswegen habe ich mich jetzt doch dazu entschlossen, den abzugeben, da habe ich 0,06 von aufgebraucht. Ein Monolidschatten von NYX in der Farbe Sin. Das ist dieses Schätzchen hier und ich fand den ganz toll. Die Waage sagt, ich hab nichts davon benutzt. Habe ich aber ja gut, die Waage halt, ne? Aber genau dasselbe, nee, 0,01 sagt die Waage hier, also nicht wirklich viel. Aber ich habe ihn noch nur ein einziges Mal aufgetragen. Das ist von MAC, mein Back in Vogue ist ein Liquid Lipstick und das ist ein ganz tolles Sommertönchen. Hatte erst überlegt, ach komm, so oft trage ich doch sowas nicht. Aber wenn ich da mal Bock drauf habe, habe ich ihn hier und ja, er bleibt. Einen Nagellack von Essie, der heißt Not Just a Pretty Face. Ein wunderschöner Nagellack, habe ich einmal aufgetragen. Fand ich auch wirklich sehr schön, der darf bleiben. Und davon habe ich 0,32 Gramm aufgebracht. Dann Maybelline City Bronzer, das war dieses gute Stückchen hier. Und den fand ich auch wirklich sehr hübsch, hat auch immer schön verblendet und so. Ich fand das, ja, darf bleiben. Da habe ich 0,1 aufgebraucht. Creme-Lidschatten, da war ich auch unschlüssig, weil er ist wunderschön, aber irgendwas so richtig Formen weiß ich nicht so, aber mich so überzeugt. Aber ich lasse ihn erstmal drin, weil ich die Farbe einfach toll finde. Da habe ich 0,03 von aufgebraucht. Das ist die Farbe Phase Zero. Die Farbe heißt Queen und das ist dieses Tönchen hier. Sehr, sehr hübsch. Wer die Swatches dazu sehen möchte, kann in meinem vorigen 10 in 10 klicken. Da habe ich den geswatcht. So, dann die Gesichtspalette von Real Her. Deswegen ist auch im Bronzer nicht viel passiert, weil ich die hier meistens genommen habe. Das ist das Cheek Trio. Und Leute, die sieht aus. Ich habe die wirklich viel benutzt, jeden einzelnen Ton davon. Und da habe ich tatsächlich 0,3 aufgebraucht. Finde ich krass. Ja, und die bleibt. Ich finde die großartig. Das letzte Produkt ist von Love. Das Dewy Gel Glow for Eyes, Face and Lips ist dieses hier. Ich finde das ganz praktisch, weil das hat wirklich eine sehr hygienische Öffnung hier. Man kann das sich auf dem Finger und dann auf den Lippen oder auf den Wangen, auf den Augen auftragen, je nachdem, wo man es halt haben möchte. Ich habe mich allerdings dafür entschlossen, es nach meinem Lipgloss-Versuch abzugeben. Ja. Also, und da habe ich aufgebraucht nur 0,07. Ja, und somit ziehen 3 Produkte aus diese Woche. Beziehungsweise diese 10 Tage. Meine Nase läuft gerade ein wenig. Und dann die ganze Make-up weg. Ich habe heute so viel Make-up drauf. Ich habe eben ein Make-up leer gemacht und dann habe ich da ein bisschen viel genommen. Naja. Aber ich habe einen schönen Glow, das mag ich. So, ich habe die nächsten 10 und so habe ich einen Concealer gezogen. Und zwar den Maybelline Fit Me Concealer in der Farbe 15. Ja, ich glaube, den habe ich letztens noch mal im Trash-Päckchen bekommen. Ich habe den schon mehrfach aufgebraucht tatsächlich. Ja, wird dann jetzt wieder verwendet. Kajalstift
Ist der von Zoeva, der Desert Traveler. Habe ich auch heute verwendet, allerdings eher schlecht als recht, aber ich werde dann mich noch ein bisschen abmühen, mal gucken, was er so macht. Mascara habe ich natürlich auch heute verwendet, hat gut geklappt. Das ist die Lacura, ich glaube, das ist eine Aldi-Marke, oder? Mega Lashes Volume heißt sie. Finde ich eine sehr gute Mascara. Das Bürstchen ist nicht zu dick und nicht zu dünn. Ja, hat ganz viele Borsten da drin, mag ich. Highlighter, den trage ich auch heute. Das ist so ein sanfter, ne? Und das ist eigentlich einer, guck mal, der ist dunkel. Metal Chrome heißt der. Die Nummer 20, war mal eine LE. Der sieht mega dunkel aus, aber ihr seht ja, dass das nur so ein Glow, so ein Shine ist, ne? Ja, finde ich gut. Ich sage euch ja keine Gewichte mehr. Muss ich mich dran gewöhnen. Dann eine Palette von Revolution, eine Gesichtspalette, so. Fand ich ein bisschen blöd, weil ich habe ja einen Highlighter gezogen, weil hier sind jetzt auch nur Highlighter drin. Das ist nämlich die Radiance Palette. Ja, schaut so aus. Also dieses hier ist mir tatsächlich zu dunkel. Die beiden, die sind relativ, kann man was mit anfangen, würde ich sagen. Sind jetzt auch nicht die intensivsten, aber ich werde es mal ein bisschen probieren. Genau, dann einen Nagellack, da habe ich diesen gezogen, einen knalligen Orangen, also im Moment habe ich wieder meine Nägel, ja, ich würde sagen, schön gemacht, deswegen werde ich den hier mal auf den Füßen probieren, ich habe nämlich meine Summerfood-Maske wieder benutzt und wenn der Peel-Vorgang verendet ist, dann werde ich mal hier einen Nagellack drauf tun. Ich glaube, dann werde ich den hier mal benutzen. Das ist der Orange Attack von Maybelline. Nagellack. Dann kommt ein Eyeliner. Genau, das ist der Cushion Eyeliner hier. Ne? Da ist ein Kissen drin. Habe ich auch heute verwendet. Holder die Waldfee. Da ist ein Kissen drin, das habe ich mal letztens in ganz vieler Ausführung von einer Zuschauerin geschenkt bekommen. Ich glaube, das war die Lena. Dann einen Lippenstift, den habe ich allerdings heute nicht benutzt. Ich habe einen Lippenpatch drauf, weil Herpes und so weiter. Und deswegen habe ich einen Lippenpencil genommen, damit ich den danach anspitzen kann und nicht Angst haben muss, dass ich mich danach wieder anstecke und so. Aber es geht halt um den Astor 500er. Und das ist halt ein richtig schönes, knalliges Rot. Ja, werde ich gerne verwenden, wenn die Scheiße hier weg ist. Das ist schon scheiße hier. Naja. Dann eine Palette gezogen und zwar von Too Faced, die Chocolate Bar Semi-Sweet Palette. Habe ich auch heute meinen Look mitgeschminkt. Ich finde den cool. Ich mag so braune, verruchte Looks irgendwie. Und das ist diese hier. Richtig schöner Kakao, ne? Und dann einen Blush. Den trage ich auch heute und ich finde die Optik so schön. Von Milani, der Romantic Rose. Das ist dieses schöne Schätzchen hier. Ich finde das so hübsch. Sehr untypische Farbe für mich. Auch relativ fleckig irgendwo, aber auf der Haut geht das tatsächlich klar. So. Ja, und das war's. Das war's mit meinen 10 in 10. Wie gesagt, 3 Stück dürfen meine Sammlung verlassen und dann schauen wir mal, wie es dann weiterläuft. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann klickt definitiv hier unten links, nachdem ich zu Ende gequatscht habe, mein Intro läuft hier unten hin. Da seht ihr das Video von gestern und hier oben könnt ihr meinen Kanal abonnieren dann. Schön, dass ihr dabei wart. Bis dann. Ciao.